Ich bin jetzt noch mal live gegangen. Ich bin eigentlich schon fast zu Hause, beziehungsweise das hier ist auch so ein bisschen mein Zuhause. Und die Schwalben holen sich gerade hier Futter auf dem Wasser. Und ich wollte euch eigentlich nur die Zindlinge zeigen, die wir hier züchten. Weil nämlich die Zindlinge... Oh, das ist so krass mit den Schwalben. Ich bin total begeistert, dass ich gerade in dem Moment hier hinkomme, wo die Schwalben sich hier bedienen. Ich habe auch mal eine Aufnahme gemacht, wo eine Schwalbe tatsächlich untergetaucht ist. Die ist im Wasser verschwunden und wieder aufgetaucht. Konnte ich aber nur sehen durch Zeitlupe. Ja, ihr seht hier, das ist so meine Welt. Also ich habe ja gesagt, wir haben mehrere Reitanlagen. Und das hier ist Burg Stammeln bei Elsdorf. Deshalb seht ihr in den Medien auch schon mal geschrieben, dass ich aus Elsdorf bin. Ich finde das immer ganz lustig. Und das hier ist unser Zuchtbecken für Zindlinge. Das Besondere ist, hier wird reingaloppiert. Das ist ein flaches Gewässer. Das haben wir künstlich angelegt. Und die Zindlinge haben wirklich die Eigenschaft, sobald die metallernes Geräusch hören, also hier dürfen nur Pferde rein, die wirklich Hufeisen haben, weil die anderen ohne Hufeisen, da reagieren die nicht drauf, das ist zu gefährlich. Also es müssen metallerne Pferde sein und dann verschwinden die Zindlinge ganz schnell. Ich muss mal gucken, ob ich einen fangen kann. Moment, hier liegt doch was. Und der Markus, der weiß nichts Genaues. Der hat noch nie einen Zindling gesehen. Moment. Also hier, das ist so meine Leidenschaft hier. Artgerechte Pferdehaltung, ein bisschen speziellen Reitplatzbau. Das ist ein Ebbe-Flutplatz, da hinten kann man hoch und runter reiten. Da haben wir auch mal überlegt, ob wir die Zindlinge vielleicht trainieren, dass die, wenn die jetzt laichen wollen oder ihre Eier legen in das Schwemmgut, sozusagen so Berge hochkommen. Aber das hat nicht ganz funktioniert. So, ich wühle hier mal ein bisschen rum. Meistens findet man Zindlinge auf Anhieb. Da ist jetzt keiner. Mal gucken. Na, ich weiß nicht, wo die sind. Die sind vielleicht im Trainingscamp. Wir haben ja noch so ein Fitnessstudio für Zindlinge. Ah, da unten sind ein paar. Die sind jetzt... Da sind ganz viele. Aber ich komme nicht dran. Also ihr seht, dass das kein Witz ist. Da sind sie. Die dunklen. Das sind die Zindlinge. Die anderen, das sind so Blindlinge. Ja, schade. Ich werde nicht erfolgreich sein, aber ich verspreche euch, ich will nämlich hier ein paar umsiedeln in unser anderes Pferdebecken, weil da wird nicht nur galoppiert, da stellen wir auch schon mal Sprünge ins Wasser. Das ist dann die höchste Form der Zindling-Ausbildung. Und ich wollte es euch nur zeigen, das ist also kein Quatsch, den ich erzähle. Hier ist noch nie ein Fisch mit dem Bauch nach oben geschwommen, weil er ein Hufeisen abgekriegt hat. Die Fische, die sind so ausgebildet, also erstmal Theorieunterricht kriegen die und Praxis ist dann hier das Becken. Ihr seht, was da los ist. Ich gehe da mal hin mit euch. Ich war wirklich seitdem das Ahrtal ist, war ich nicht mehr hier. Das ist echt traurig. Hier ist sogar ein Albino-Zindling. Hier ist richtig was los. Ja, so sieht es hier aus. Markus, verspreche dir, wir kriegen das hin mit den Zindlingen und alles wird gut. Bis dann. Ach, und nicht vergessen gleich die Übertragung, die ist live mit der Kappenversteigerung. Ich habe übrigens die Kappe an. Und hier nochmal das Stück der Begierde. Ist jetzt ein bisschen nass. Hier seht ihr, hier ist eine ganze Zindlingkolonie. Jetzt wäre ich fast ins Becken gefallen. Ja,
Schade, dass keiner hier am Trainieren ist. Das Wetter war gerade schlecht. Normalerweise ist das Becken immer voll, vor allem im Sommer. Und nach einem heißen Sommer sind die wirklich perfekt ausgebildet. Dann sind das zum Teil diplomierte Zindlinge. Bis dann. Tschüss. Bin ich jetzt live? Ich glaube ja, Dieter. Was war los mit dir? Ich guck mal gerade, ob ich den Dieter hier drüber irgendwie jetzt mit reinholen kann. Suchen. Dieter. Nee, ich warte mal, bis der Dieter eine Anfrage stellt, dass er hier mit reinkommt bei mir ins Bild. Ich bin jetzt bei mir zu Hause angekommen auf der Reitanlage. Ich frage mal, ob die Leute mit ins Bild dürfen. Da kann ich euch hier mal ein bisschen was zeigen, bis der Dieter dann mit drin ist. Dürft ihr mitgefilmt werden? Dürft ihr mitgefilmt werden? Ja? Ja, so sieht's hier bei uns zu Hause aus. Alles schön grün und ja, das ist hier oben bei uns der Parkplatz von der Reitanlage. Ja, ich muss sagen, ich bin hochzufrieden mit der Versteigerung, absolut. 80.000 für so eine Kappe ist schon einiges. Und Dieter hat ja eben die ganze Zeit übertragen. Ich habe im Feldweg gestanden, weil ich auf dem Rückweg war. Ich war ja eben noch bei den Zindlingen, habe mal den Zustand mir angeschaut und bin recht zufrieden. Die sind noch ein bisschen scheu vor Menschen, da muss ich auf jeden Fall was dran tun. Vielleicht nehme ich die mal mit zum Spazieren oder so. Da ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Ansonsten sind die recht scheu. Ihr habt es gesehen, ich habe probiert, die mit dem Köcher einzufangen und der Metallrahmen hat wirklich dafür gesorgt, dass sie direkt abgehauen sind. Zindlingversteigerung hatte ich hier eben auch mal angestoßen. Vielleicht versteigern wir Zindlinge. Ich muss mal schauen. Aber die sind wirklich nicht einfach handelbar. Die haben so gewisse Anforderungen. Da würde ich aber noch mal eine Einweisung zu machen. Dieter, was ist los mit dir? Bin online. Moment, hier ist eine 7 drauf. Ich probiere noch mal. Dieter, können es hinzufügen? Wird hinzugefügt, steht hier gerade. Ach, Dieter. Ja. Mensch, du hier. Das gibt's ja gar nicht. Hör mal, du bist cleverer als ich. Ja, das liegt an der Kappe hier. Hör mal. Wenn die weg ist, dann ist das auch vorbei bei mir. Oh, was ist das für eine Blamage? Ich habe eine halbe Stunde rumgeeiert und du, Klick, ja, kein Problem. Ja, ich habe auch keine Ahnung davon, muss ich gestehen, aber es hat ja irgendwie hingehauen. Ja, ja. Du bist auch jetzt schon was länger in den sozialen Netzwerken unterwegs, so richtig, als ja, ich ja, jetzt genau. So eine Ich bin der Vollprofi in sozialen Netzwerken, absolut. Ja, was sagst du? Was sagst du zu der Versteigerung? Ja, erstmal war ich natürlich überrascht. Ich habe einen Screenshot gemacht von dem so dem Zeitpunkt 15.30 Uhr, 16 Uhr. Da stand eine Kappe bei 125.000 und ja. Dann ging es irgendwie runter. Das habe ich nicht verstanden. Allerdings habe ich auch nicht kapiert. Also ich mal hatte mich auch eine Dame von der Bild-Zeitung noch angerufen, meinte, ja, die Kappe steht jetzt bei 100.000. Da meinte ich, müssen wir mal aktualisieren. Die ist eigentlich noch was höher gegangen, aber anscheinend ist das wohl möglich, aber das spricht doch für soziale Medien oder das Internet generell bei uns. Es wird immer mehr erzählt, als wirklich nachher dran ist, ne? Oder? Ja, also Markus, mal ganz ehrlich, ich meine, irgendjemand, und wir hoffen, dass wir ihn rauskriegen, auch spätestens bei der Übergabe, irgendjemand hat 80.000 Euro für deine Kappe, die du gerade auf deinem Kopf trägst, gezahlt. Und das für einen guten Zweck. Ich meine, da muss man erstmal an dieser Stelle nicht nur herzlich Danke sagen, sondern laut applaudieren. Das ist erstmal großartig. Ja. Punkt. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen. Genau. Klar, man will immer mehr, aber ich glaube, wenn man dir vor, wann ging die Aktion los, gesagt hat, hör mal zu, nimmst du 80.000 für die Kappe, du hättest doch blind unterschrieben, oder? Natürlich, also ich hätte auch bei 1.500 unterschrieben, weil ich habe ja 4 Kappen. Ja. Nee, also es bleibt jetzt bei der einen Kappe, die ich versteigere, sonst wird das nachher unseriös. Und hier. Markus, lass uns mal ein bisschen plaudern. Erstmal erzähl doch mal den Zuschauern, wer ist das Pferd? Wer ist das Pferd? Auf jeden Fall. Ja. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer es genau ist. Moment, ich muss mal hier wieder wegdrücken. Also ich bin jetzt gerade bei uns im Stall zu Hause. Ne? Ja.
Das heißt, du hast noch ein Privatleben? Das gibt's ja gar nicht. Doch, habe ich. Und sogar, also für mich ein schönes Privatleben. Ja, Ja, jeder Jack also ist ja anders. an dieser Stelle, du bist ja jetzt die letzten 3 Wochen immer wieder auch durch die Netzwerke öffentlich aufgetreten, aber du bist tatsächlich, du hast Familie, du bist verheiratet, deine Frau musste dich lange, lange Zeit entbehren, der man an dieser Stelle einfach nur mal ein ganz großes Kompliment aussprechen muss. Und an dieser Stelle, ich mache das mal stellvertretend für all die, die jetzt zuschauen, mal Danke sagen, dass du dich quasi ja in den Dienst dieser Menschen als Helfer stellen konntest. Ich weiß nicht, ich frage es trotzdem mal so, wie angespannt ist die Situation für dich zu Hause oder trägt sie das alles immer noch gut mit? Ja, es ist schon schwierig, ne? Es bleibt viel zu Hause liegen. Ich müsste eigentlich die ganze Zeit Angebote schreiben und Rechnungen schreiben. Ich muss ja auch viel Papierkram machen. Aber es geht jetzt noch einigermaßen. Also meine Frau, die hat echt ein schweres Los mit mir gezogen, muss ich schon Ja. sagen. Und Okay. die kennt es aber nicht anders, ne? Markus, lass uns mal 2, 3 wichtige Fragen klären, weil die werden stellvertretend, seitdem ich jetzt Samstag sozusagen auch dazugekommen bin und mich mit darüber berichte, immer wieder gestellt. Auch an mich jetzt. Erstens, wenn es Menschen gibt, die Geld spenden wollen, was sind deine Erfahrungen? Gibt es da Anlaufstellen? Gibt es gute Anlaufstellen? Gibt es da Tipps oder Ratschläge von dir oder sagst du, das ist keine gute Idee? Also ich habe das ja mit der Kreissparkasse jetzt in Ahrweiler gemacht. Ne? Ich habe mich mit dem, wie heißt er noch, vom Vorstand auf jeden Fall zusammengesetzt, habe überlegt, wie können wir das machen. Und er meinte, ja, wir haben da schon was. Das ist tatsächlich eine Soforthilfe. Und das Geld geht sofort an jemanden, der hilfsbedürftig ist. Und das ist tatsächlich so. Und deshalb habe ich gesagt, das ist das Einzige, was ich unterstütze, damit auch keiner irgendwie nachher Schmu macht mit meinem Namen und sagt, spendet hieran, das ist auch seriös. Also es gibt nur den einen und bei Wilhelm Hartmann, der hat auch einen Aufruf gemacht, das ist auch seriös. Also das ist, ich habe auch Ja. keine Zeit, mich damit zu befassen, weißt du? Das Aber es gibt diese Möglichkeiten. Ich weiß es selber zum Beispiel auch. Ich habe früher beim Lokalradio gearbeitet. Da gibt es die Aktion Lichtblicke der NRW-Lokalradios. Ich glaube, die Summe liegt aktuell bei, wenn ich das eben richtig gelesen habe, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich meine bei 10 Millionen, die an die Aktion Lichtblicke gespendet worden ist. Und diese Aktion, die gibt es seit so vielen Jahren, schon zu meinem Lokalzeitradio, also Zeiten, und die sind lange her. Also es gibt also halt mal fest die Möglichkeit, Geld zu spenden. Das ist das eine. Was ist mit Sachspenden, wenn die Leute sagen, ich habe noch eine Küchenzeile, ich würde ein Auto zur Verfügung stellen. Was sind deine Erfahrungen? Also das mit den Autos, das läuft ja. Da gibt es einen, der das macht. Der hat das auch mir gepostet, weil ich kann mich nicht darum kümmern. Küchenzeilen und so würde ich auf jeden Fall noch warten. Dafür ist es noch viel zu früh. Na, die Häuser müssen Okay. erstmal trocken werden und so. Aber das ist mit Sicherheit so in der nächsten Stufe auch als Bedarf sozusagen möglich, denke ich. Ne? Nächste wichtige Frage ist, wir haben ja am Samstag auch mit Menschen gesprochen, eigentlich aus dem ganzen Bundesgebiet. Wie ist deine Erfahrung? Unter der Woche hast du mir selber auch gesagt, sind es weniger, die helfen. Am Wochenende waren es relativ viele. Ist Manpower immer noch vonnöten, dass Menschen einfach sich ins Auto setzen können und sagen, ich komme einfach und helfe? Auf jeden Fall, aber ich war heute tatsächlich überrascht. Heute ist Montag, ne? Und es waren richtig viele Leute heute im Zelt, das kennst du ja. Und unterwegs, ich bin ja auch heute ein paar Runden Trecker gefahren, da waren auch viele Leute unterwegs. Also ich glaube, es ist jetzt so in der Ferienzeit vielleicht noch die Möglichkeit für junge Leute eben da nochmal anzupacken. Also das sah heute gut aus. Okay. Ja, wir haben am Samstag eine ganze Menge in die Wege geleitet. Wir haben uns mit dem Timo getroffen von der Organisation Pack an. Bei dieser Organisation ist es ja letzten Endes so, dass du Hilfgesuche einstellen kannst und aber auch gleichzeitig Hilfe anbieten kannst. Weißt du, ob es noch andere Plattformen gibt? Weil das ist eine, die auf jeden Fall, das wissen wir, gut funktioniert. Also ich würde es bei der Plattform belassen. Es wird mir so viel zugeschickt, aber es ist total unübersichtlich. Und zu viel Köche verderben den Brei, ist so meine Meinung, ne, bei der ganzen Ja. Sache. Ja. Was hast du für einen Eindruck, wie es jetzt weitergeht? Es muss ja auch von irgendeiner Behördenstelle organisiert werden. Wie ist dein Eindruck, wie gut das klappt? Überhaupt nicht gut. Wir sind jetzt in der vierten Woche. Es klappt gar nichts, ne? Um es mal so auf den Punkt zu bringen. Es gibt noch immer keinen Kontakt. Normalerweise, wenn ich Katastrophenschutz betreibe, dann müsste ich eine Übersicht haben, was an Maschinen vorhanden ist, eine Bedarfsliste und so. Aber das gibt's alles nicht, ne? Das läuft alles irgendwie so frei, sage ich mal. Alles mit freien Mitarbeitern hauptsächlich, die ganzen Maschinen da fahren. THW und so ist natürlich auch dabei, aber die schaffen das nie im Leben. Und heute in der Pressekonferenz wurde dann gesagt, dass zum Beispiel der AWB den Müll wegfährt aus den Ortschaften, also aus Bad Neuenahr und so. Das stimmt alles gar nicht. Also es ist immer noch chaotisch und irgendwie fehlt da eine Führung.
Und das finde ich wirklich schade, weil ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass die Leute mal auf einen zukommen und sagen, Herr Wipper führt, die Freiwilligen machen so viel, Sie sind der Sprecher von den Freiwilligen, lassen wir uns doch mal zusammensetzen und gemeinsam irgendwie erarbeiten, wie es laufen kann. Aber da kommt nichts, ne? Also jetzt am Freitag habe ich einen Termin mit dem Herrn Linnertz auch, der ist wohl auch dabei, da freue ich mich schon tierisch drauf. Ich habe auch eben einem vom Innenministerium nahegelegt, dass sie mich mal zur Pressekonferenz einladen. Und das geht nur gemeinsam. Man kann das nicht alleine machen. Also die machen sich total unglaubwürdig mit ihren Aussagen, weil die Realität stellen wir ja dar, wie es da läuft. Du hast es selber gesehen. Und Ja. das geht nur gemeinsam, ne? Und nicht irgendwie über andere Leute hinweg. Und dieses Gemeinsame wird gerade überwiegend von ehrenamtlichen Helfern geleistet und man muss es auch ganz klar sagen, gelebt. Und ich glaube, das ist das, was auch, würde ich sagen, ich denke, das ist auch dein Eindruck, den Menschen dort in der Region, in den betroffenen Gebieten. Wir waren im Ahrtal, wir müssen immer wieder dazu sagen, es geht auch um die Eifel, es geht auch um Köln, es geht auch um die Erftstadt, es geht auch um Teile vom Sauerland, Hagen, also all die betroffen waren, all die brauchen zum Teil Unterstützung. Und das muss ich dir auch sagen, Markus, ich habe Post bekommen von Leuten, die gesagt haben, ihr redet immer nur über die Hotspots, es gibt eben auch sozusagen vergessene Orte, kleine Dörfer, wo noch gar keine Hilfe angekommen ist. Hast du das auch mitbekommen? Ja, ich bin ja eben extra über, jetzt fällt mir der Name des Dorfes nicht ein, hinten bei Euskirchen bei einem Dorf vorbeigefahren und habe mich da mal informiert, wie es da läuft. Und ich habe da zwei Videos zugemacht und es ist wirklich auch übel. Und es ist alles wieder selbst organisiert, ne? Also das läuft eigentlich überall gleich, genau wie im Ahrtal. Okay. Markus, ja. Du merkst, bei mir kommt ein Anruf von einem anderen rein hier. Ja. Bist du noch da? Ich bin noch da. Dein Netz war kurz weg oder strapaziert, wahrscheinlich, weil dir die halbe Welt danken will. Also ich muss dir mal eine Geschichte erzählen. Du hörst mich? Ich höre dich gut. Ja. Also eben rief mich auch einer an, der unbedingt helfen kommen will. Und es gibt ja so kuriose Geschichten. Und dann sagte er, ich habe meinen Oldtimer verkauft, der war wohl einiges wert, und habe mir davon einen Radlader gekauft, wo kann ich dir helfen? Und das weißt ist du, Wahnsinn. Die Leute treten komplett von ihrem Luxus, den die zu Hause haben, zurück und investieren das Geld in Hilfe, ob es jetzt in Arbeitskraft ist oder das Geld spenden. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Also du setzt die Prioritäten anders, wenn du es einmal gesehen hast. Du hast es ja selbst mitgekriegt. Ne? Ich habe das selber mitbekommen und ich habe es eben gesagt, als ich vergeblich versucht habe, dich dazuzuschalten. Ich bin ja Samstagabend irgendwann mal dann auch müde ins Bett gefallen. Und ich meine, das, was du jetzt seit 3 Wochen erlebst, habe ich jetzt einen Tag erlebt. Und ich muss dir wirklich sagen, ich bin mir Samstagabend blöd vorgekommen bei diesen Problemen, die ich dann für mich persönlich manchmal habe. Und habe das aber, dieses Leid vor Ort gesehen. Also man wird wirklich sehr, sehr demütig. Also wenn du vorher gesagt hast, Mensch, hier, das geht bei mir alles gerade gar nicht, das ist alles Kacke. Und dann kommst du da in so eine Region und da ist alles weg. Ich habe ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei YouTube, da geht es um die Ahrtalstraße. Und da ist der Vergleich gemacht worden, vorher und nachher. Kennst du das? Kenn ich, ja. Heftig, also, ne? Das ist ohne Kommentar und du guckst dir das die 10 Minuten an und du denkst dir so, das hat doch jetzt die Flut nicht alles weggerissen. Und genau so ist es. Das macht einen sprachlos. Das ist eben die Zuschauer jetzt hier. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das sagt jeder. Du musst es gesehen haben. Du kannst es auf Bildern nicht fassen. Und was da an Müllhaufen liegt, ja, das ist ein Müllhaufen. Nein, das ist kein Müllhaufen. Das ist das ganze Leben von den Menschen. Es ist nichts mehr da. Ja? Also das ist... Es gab eine Meldung so zum Thema Entsorgung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass jetzt alles wieder über die normalen Entsorgungsbetriebe laufen soll und dass man seinen Müll nicht einfach mehr abgeben kann. Kannst du was dazu sagen, ob das stimmt? Also da hatte der Markus Zintel nachgefragt. Also das stimmt so nicht. Es gab ja Deponien, die wir angelegt haben auf Parkplätzen. Wenn so eine Deponie leer ist, dann darf da nichts mehr hingekippt werden. Die sollen dann leer bleiben. Aber dafür gibt es wieder andere Deponien. Also das habe ich heute auch so gesehen, ne, dass an Straßenrändern weiter weggeräumt wurde und wir haben das mitgenommen und dann auf den größeren Deponien gekippt. Ja. Also das war, glaube ich, unglücklich ausgedrückt, aber ich will das jetzt nicht beschwören, dass das stimmt, was ich gerade sage. Ne? Okay. Markus, ich würde sagen, wir können noch so viel besprechen, aber wir wollen das jetzt auch nicht überstrapazieren, zumal wir, glaube ich, du hast noch ein anderes Leben, nämlich dein Privatleben. Hast du die Pferde schon versorgt?
Das machen Gott sei Dank alle Mitarbeiter, bei denen ich mich hier auch nochmal bedanken muss. Das läuft Ja. wirklich hervorragend. Ich muss mich um nichts kümmern, wirklich, die halten mir den Rücken frei und es ist ja auch Ja. gerade Erntezeit. Vielen Dank an euch. Und ich glaube, solche Gespräche, die wir gerade führen, die sollten wir eigentlich öfters führen, um einfach mal so ein paar Sachen zu diskutieren. Ich finde das eigentlich ganz gut. Also Ja, ich glaube, und wir das gucken auch gerade ist, ja. 10.000 Leute zu, so ungefähr. Ne? Das Ja, ist wichtig. und Ne? das ist wichtig und du sprichst deswegen auch was an. Also ich meine, das ist immer die Frage, wie kann man helfen? Du hast andere Möglichkeiten als ich. Beispielsweise, du bist einfach mit deinem Trecker und deinem Radlader hingefahren. Ich kann Trecker fahren, Radlader weiß ich nicht. Wobei, ich habe meinen Staplerführerschein gemacht, als ich meine Ausbildung als Umwelttechniker gemacht habe. Ja, also ist nicht so, als kann ich nicht mit den Dingern umgehen. Aber ich glaube, meine Stärke liegt eher im Quatschen und Vernetzen. Deswegen, das kann ich hier und bei dir jetzt an der Stelle auch so ankündigen. Das ist so das, was am Wochenende als Idee entstanden ist. Wir überlegen uns mit einer Sendung, sowas wie Können es live, was wir jetzt machen, täglich oder so, wie es jetzt gerade reinkommt, auf Sendung zu gehen, um eben über all das zu sprechen, was wir beide auch jetzt schon so besprochen haben. Wir wollen mit Helfern sprechen, wir wollen mit Betroffenen reden, wir wollen natürlich auch mit Unternehmen reden, die helfen können. Wir wollen aber auch gerne Verantwortliche stellen und zwar jetzt nicht nur, um draufzuhauen, sondern einfach, und das haben wir am Samstag ein paar Mal angesprochen, auch wirklich gemeinsam anpacken und konstruktiv in die Zukunft schauen. Ich glaube, dass wir mit solchen Sendungen eine ganze Menge bewegen können, weil das ist das, was ich an Zuspruch bekommen habe, ist, dass wir versuchen müssen, positiv betrachtet hier den Druck im Kessel hochzuhalten. Ja, dass die Menschen eben nicht in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, das können wir auf eine relativ einfache Art und Weise, so wie wir beide das jetzt machen, mit so einer Sendung erreichen, um dann vielleicht auch noch darüber hinaus zu vernetzen. Also das sind die beiden Punkte: mit einer Sendung on air gehen, so wie wir jetzt, und dann Vernetzungsarbeit leisten. Das ist das Nächste, was bei uns kommen wird. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine ganz gute Nachricht. Also im Hintergrund läuft noch was. Und zwar das, was wir da ja jetzt gemacht haben und aufgezogen haben, kannst du vom Spruch her ja auch vielen Baumärkten sozusagen nahelegen. Das heißt, mit der Kappe war was in Planung. Da wäre ein ganz anderer Betrag rausgekommen. Und wir sind im Gespräch mit Baumärkten. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal Geld generieren können, wenn es nur mein Gesicht ist und die packen ihren Spruch da rein, dann kommt das auf jeden Fall auch noch in den Topf mit rein. Also alles, was ich irgendwie an Geld jetzt zusammenziehen kann mit irgendwelchen Aktionen, geht natürlich an die Soforthilfe. Also das ist Super. jetzt nicht das Letzte mit der Kappe gewesen, da kommt noch was. Wunderbar. Also, ich glaube, du hast es eben mehrfach betont. Gemeinsam müssen wir es angehen. Und ja, du hast da einen Grundstein gelegt. Und das finde ich großartig. Deswegen an dieser Stelle vielleicht auch nochmal stellvertretend für die, die das jetzt sehen, ein herzliches Dankeschön. Und ich denke, diese Vernetzungsarbeit, die wir jetzt versuchen wollen, die müssen wir fortführen. Wir müssen schauen, dass wir weiterhin Menschen bewegen und motivieren können. Vor allem, dass Menschen, die betroffen sind in den nächsten Wochen, und das kann ich mir gut vorstellen, hier die Hoffnung nicht verlieren. Wir sind jetzt im Sommer, irgendwann kommt der Herbst, dann kommt die kalte Jahreszeit, auch darauf ist schon hingewiesen worden, und dann in der Zeit ist noch kein neues Haus gebaut worden. Also wir müssen einfach für die Probleme so schnell wie möglich Lösungen finden. Ich finde es auch super, dass du dabei bist, wirklich. Also das war für mich ein ganz anderes Gefühl jetzt, eine Rückendeckung irgendwie und jemand, der einem die Last so ein bisschen abnimmt. Also an dich ein dickes Lob, dass du das hier mitmachst, ne? Ja, wie gesagt, also mich hat das jetzt am Samstag auch gepackt und das ist die Idee, die wir haben. Ob wir jetzt mit so einer Könnes-Live-Sendung eben dann täglich oder alle 2 Tage on air gehen, ich meine, wir können die Sendezeit selber bestimmen. Das ist ja der Vorteil an diesen sozialen Netzwerken. Und wenn wir es schaffen, gute Gesprächspartner zu finden, wir haben noch eine jede Menge Ideen, um zu mobilisieren und eben, wie gesagt, auch zu vernetzen, dann wollen wir das machen. Ja, und ich habe vielleicht noch ein ganz besonderes Geschenk für dich. Ein Zindling. Also wenn du einen haben möchtest, Ein Zindling. ein Zindling. Ja, Ja, bring ich dir gekauft. mit. Astrein. Ja, ich komm bald wieder vorbei. Wir werden das ankündigen, wann wir uns das nächste Mal sehen, Markus. Und wir werden uns positive Schweinereien überlegen, dass wir einfach für Motivation sorgen und dass es einfach weitergeht. Okay, also wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, bringe ich dir einen Zindling mit. Ne? Genau. Hast du eigentlich eine neue Kappe? Muss ich dir eine Kappe besorgen? Nee, ich habe Kappen, also das passt alles. Danke. Ja, Da bin sonst ich ja lass eigen uns. mit Kappen, also die müssen ja ein paar Jahre hinter sich haben, dann kann ich die auch jeden Tag anziehen. Ne? Ja. Alles drei. Ja, ansonsten, da wird sich sicherlich, also es wäre allein jetzt mit dem Aufruf, ne, Kappe für den Wippi, ne? Ah, da wird ja schon einiges kommen, du. Ja. Nee, gut. Okay. Okay.
Alles klar. Also, wir vernetzen uns weiter. Wir sammeln einfach vielleicht an dieser Stelle auch nochmal an die, die jetzt zugucken. Wir bekommen wirklich wahnsinnig viele Vorschläge. Es ist eine kleine Entschuldigung dafür, wenn wir nicht auf alles reagieren können, weil das jetzt echt im Moment wahnsinnig viel ist. Aber ja, ich glaube, es ist im besten Sinne so, dass wir versuchen, die Menschen zu erreichen. Wie gesagt, seht es uns nach, wenn wir nicht auf alles reagieren können. Aber wir versuchen es. Okay, super. Dann Alles klar. Dir einen schönen Feierabend. gleichfalls. Und viele Grüße. Bis bald, ne? Du auch, ne? Danke. So, tschüss Ciao. zusammen. Ciao. So, den ersten Teilabschnitt haben wir geschafft. Und jetzt kommen wohl die heftigen Sachen. Meinte gerade einer von Willem Hartmann von der Firma, dass da aus dem ersten Stock gerade noch der Schlamm rauslief. Und hier eben der Matsch bis zu 3 Meter hoch gestanden hat oder der Schlamm. Ja, so sieht es hier aus. Also richtig, richtig übel. Nachbarin oder was? Meine alte Freundin. Ja, hier spielen sich gerade Szenen ab. Dürfen Sie auch gefilmt werden? Für die Ewigkeit? Von wem? Kennst du mich? Ich bin, also Sie erkennen mich nicht, weil ich eine Ist neue der Kappe anhabe. Ripperfuchs? Markus Ripperfuchs. Nee, du stehst schon. Du guckst kein Nee? YouTube. Lieber nicht? Bin ich auf der falschen. Nee, bitte nicht Er ist filmen. schuld, dass Aber wir da müssen Sie gerade Verhalten rüberkommen, weil ich haben. live filme. Ich kann jetzt nicht mehr abschalten. Okay, wohin soll ich gehen? Ja, am besten hierhin, dann kann ich Sie mit Ihrem Haus filmen. Ja. Weil ich habe hier jemanden, der betroffen ist mit dem Haus. Wir haben gerade schon ein kurzes Gespräch geführt. Aber es ist eigentlich ein bisschen positiv auch gerade geworden, das Gespräch. Und deshalb denke ich, sollten wir das Video hier führen, ne? Ja, es gibt, wenn sowas passiert, was glaube ich niemandem bisher hier passiert ist, dann weiß man einfach gar nichts mehr. Man ist ratlos, man ist hilflos und hat große Sorgen vor der wirtschaftlichen Konsequenz. Weil das hier ist mein Elternhaus und ja, ich habe es mit so viel Mühe aufgebaut. Es hat mich so unfassbar viel Kraft gekostet. Und heute Morgen war eine Gutachterin da und ich glaube, die werden uns ganz viel Kraft, ganz viel abnehmen und uns ganz viel helfen können. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr, dass es wirklich so ist. Also die Gutachterin tritt mit der Versicherung in Verbindung. Genau. Sie brauchen sich ich. um nichts zu kümmern, Erstmal sozusagen. nicht, wenn es denn und hoffentlich auch so ist. Ja, und das Signal von der Versicherung war gut, oder? Das haben wir in der letzten Konsequenz noch nicht, weil sie wurde geschickt von der Versicherung und da müssen wir jetzt einfach schauen, ob das denn auch umgesetzt wird. Ja, ich möchte hiermit nur schon mal die Versicherung warnen, wo das Signal vielleicht schlecht ist. Das werde ich alles hier öffentlich aufnehmen, ne? Also das sei schon mal gesagt. Wir bleiben jetzt an den Bürgern dran, weil um euch geht's. Deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir vor 4 Wochen hier hingekommen. Und Und ich kann mich, ich habe heute Morgen noch ein Bild gepostet. Da ist hier alles voll mit Müll. Und das Haus ist mit drauf. Genau. Ich weiß, dass du auch hierher. Aber wir duzen uns ja alle, genau. Genau. Ich finde, das ist eine Welt, in der wir uns jetzt duzen müssen, weil wir irgendwie alle verbrüdert sind und verschwestert, habe ich den Eindruck. Es ist viel passiert. Ja. Es ist so unfassbar viel Schlimmes passiert, dass wir es immer noch nicht fassen können, dass wir es immer noch nicht begreifen. Ich war in der Nacht im Haus und es war die Hölle. Es war wirklich die Hölle. Und wir haben gedacht, wir müssen sterben. Und zudem kommt dann die Vernichtung, die Zerstörung, das Leid aller Menschen. Ja, und du hast hier mit deinen Baggern, mit den Ladern, das war so unfassbar. Es ist so unfassbar, was ihr getan habt. Und das muss an die Öffentlichkeit, das muss ganz, ganz, ganz nach oben. Ohne euch wären wir hier untergegangen. Wirklich. Wir sind untergegangen und ihr habt uns hervorgehoben. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ich war nur mit der Erdkarre hier. Die Bagger waren andere. Ich weiß, aber es war nicht. Gehen wir kurz rüber, sonst haben wir nachher doch noch einen Trauerfall. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist. Und wie hast du die Nacht empfunden? Wie ist das hier passiert? Wie kam das? Warum ist man noch in einem Haus, wenn so eine Riesenwelle kommt? Ja, um 6 Uhr kam der Mann meiner Freundin, kam sie holen und sagte, jetzt kommen die ersten Hochwassertouristen. Und wir, Hochwasser? Es hat doch nur geregnet. Ich gebe zu, ich war nicht so ganz viel informiert.
bin hier auch zur Brücke, ich bin hier aufgewachsen, bin hier geboren in diesem Haus. Und wir kennen Hochwasser. Und ich habe Fotos und Bilder gemacht und habe es verfolgt. Und ich kann es bis heute nicht begreifen. Ich kann es einfach nicht begreifen, dass es um 3 Uhr völlige Vernichtung in Schuld gibt und wir hier unten an der A nichts wissen. Es ist nicht zu begreifen. Niemand begreift das. Und Entschuldigung, aber die Wut wird immer, die steigt. Die steigt wie das Hochwasser. Und ich glaube, es wird eine Welle. Es wird eine Welle. Und das kann so nicht weitergehen. Das ist so unfassbar, was hier passiert ist. Ich war bis 7 und dann fährt hier noch eine Feuerwehr durch, bleiben sie in den Häusern. Ich glaube, es hätten viele Menschen gerettet werden können. Ich hab noch ein Video, wo die Feuerwehr hier durchfährt. Naja, dann geht man nochmal in den Keller, baut nochmal vielleicht ein bisschen höher. Aber nicht, dass wir so mit unserem Leben kämpfen müssen. Also sag mal, was jetzt so langsam rauskommt, auch das mit Schuld, das frage ich mich auch. Die sind da oben am Absaufen. Ja. Warum? Ja. Also, ja. Sorry, wenn ich den Begriff jetzt benutze, aber warum wird hier unten keine Info gegeben? Ne? Das ist immer noch unfassbar. Man kann es nicht begreifen, dass wir nicht informiert werden. Man hätte uns sagen müssen, verlassen Sie die Häuser. Es ist schon schlimm genug, was wir an Zerstörung haben, aber die Traumen, Traumata, die hier passiert sind, bei ganz vielen, gerade hier in der ersten Reihe, und die ganze A rauf und runter, alleine diesen seelischen Schaden, den das Familienmenschen bei so unfassbar vielen Menschen genommen hat. Das ist, und das ist die Wut. Und wenn ich habe mich gestern Abend das erste Mal versucht, oben ins Bett zu legen. Ich höre dieses Rauschen, ich höre dieses Krachen, ich höre dieses Zittern, dieses Beben dieses Hauses und die Angst, dass es bricht. Und ich habe noch Glück gehabt, dass ich trocken da oben geblieben bin. Da unten waren Menschen, die haben auf dem Dach ihre Nacht verbracht. Und ganz zu schweigen von diesen Kindern, die umgekommen sind. Das ist doch. Du hast es gestern, ich habe die Geschichte auch, ich kenne sie auch. Da wurde mir echt anders. Ja, ne? Und das ist nicht weit von hier passiert, was du gestern erzählt hast. Das ist oben. Wer das hier kannte, und weiß, was das für ein Paradies war, der kann nur Entsetzen in sich spüren. Lähmung. Angst. Ich hatte Angst, unter die Dusche zu gehen am ersten Abend. Ich höre das immer wieder. Ihr habt Angst, wenn es anfängt zu regnen. Mhm. Ne? Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich möchte so gerne das wieder aufbauen wollen. Aber ich glaube, wir haben alle Angst davor. Es muss was getan werden. Hier muss Wasserschutz passieren. Keine Verdichtung weiterer Baugebiete. Oder. Es gibt so unendlich viele Maßnahmen. Herr Professor Büx hat ein wirklich hervorragendes Interview gegeben und hat noch ein Statement abgegeben. Und er sagt auch, hier muss jetzt richtig was passieren. Und das muss auch bis ganz nach oben, nicht auf Landesebene, das muss auf Bundesebene gehoben werden. Genau, das muss alles auf Bundesebene laufen. Das betrifft nicht nur das Ahrtal. Wir müssen reagieren. Ja. Wir müssen reagieren. Also die Katastrophe, die hier passiert ist, das ist ja keine Ländersache mehr. Nein, das ist Bundessache. Vor allem macht die Ländersache alles kompliziert, kompetenzstreitig. Ich kriege das ja alles mit aus erster Hand. Mhm. Die Kontakte bei mir reichen mittlerweile bis ganz, ganz oben, weil wir sind es einfach leid. Ne? Genau. Dieses Kompetenzgerangel auf Kosten von euch, sage ich mal. Ne? Wir haben gestern nach dem Interview, nach dem, was wir gesehen haben, gesagt, es könnte zu einer Revolution kommen. Tatsächlich, weil so viel Wut in der Bevölkerung ist und so viel Hilflosigkeit. Ja, und nein. Ich bin ein sehr energischer Vertreter des Vertrauens auch in die Politik. Aber das beginnt zu wanken. Und zwar ganz ordentlich. Es müssen auch Spendengelder. Wo sind die Spendengelder? Wer hat sie? Wo sind sie? Ich kenne noch keinen. Wenn es nicht private Spenden sind, wo man angerufen wird. Edith, kennst du jemanden? Brauchst du was? Kennst du jemanden, dem wir noch spenden können? Aber da kann ich gleich noch was zu sagen. Ich will das nur nicht öffentlich sagen, weil es gibt genug Glücksritter, sage ich mal, denen es nicht zusteht. Ne? Es gibt und da so muss man immer vorsichtig sein. Es gibt so unfassbar viel. Ich war nach der Corona-Phase wirklich, dass ich gedacht habe, ich habe ein bisschen den Glauben an unsere Bevölkerung und an Deutschland verloren. Aber jetzt? Nee, überhaupt nicht. Da gibt es eine Menge, das ist doch der Hammer, Menge ne? Menschen. Selbst Leute, wo ich schon mal dachte, die Jugend von heute, die stehen in der Eimerkette. Gerade die waren hier, die haben mit einer solchen Kraft geschüppt und Schlamm getragen und geschleppt und unfassbar.
Und ich kriege Gänsehaut. Ich auch. Mir wirklich ich auch. Gänsehaut. Und mir ist so richtig heiß gerade. Dankbare Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das ist das, was uns hochhält. Und das ist auch das, was du tust, ist das, was uns hochhält. Sonst würden wir hier, glaube ich, alle nur liegen und die Welt nicht, verstehen wir so schon nicht, aber so gibt es kleine Schritte der Hoffnung, die wir bekommen. Ihr fesselt einen, ne? Das ist einfach so. Das bin ja nicht ich. Das sind ja, ob es hinten der Reifenreparateur ist, der ist zum dritten Mal hier, der sagt, ich kann nicht zu Hause sitzen, ist schlechtes Wetter, wir können nicht ernten. Was soll ich zu Hause? Ja, ne? Genau. Und die Leute, die sind zack wieder hier. Genau. Ne? Also, ich kenne so viele, die es nicht aushalten, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, weil sie wissen, da sind so viele Menschen in Not. Und das ist ein Gut, das ist unfassbar. Das ist, ich bin ein sehr gläubiger Mensch auch und es fällt mir gerade schwer zu beten. Aber das, was hier geschieht an Menschlichkeit, gibt mir ganz viel Kraft. Mir auch. Und ich habe auch einen ganz besonderen Bezugspunkt hier. Ich bin sogar in euren Verein eingetreten. Ah, in unseren Kapellenverein. Genau. Ja. Und seitdem habe ich auch wieder einen besseren Bezug zur Kapelle, sage ich mal. Nicht unbedingt zur Kirche, aber zur Kapelle auf jeden Fall. Genau. Ja. Und, ja, wir sind auch Kirche. Ist nicht nur der Papst und die Bischöfe. Und wir sind auch Kirche. Und das wird gerade hier enorm gelebt. Nächstenliebe, ja. Menschlichkeit, Zugewandtheit, man schenkt Vertrauen einander, man geht aufeinander zu. Das sind alles Attribute, die wir als Menschen brauchen, die uns nähren. Und über all dem steht die Liebe. So ist das. Also ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das Gespräch geführt hast, weil das gibt ja auch anderen Menschen wieder Hoffnung. Und wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl. Das machen wir. Ja? Machen wir alle, Mann. Danke dir. Gerne. Das ist eine Katastrophe, Thomas. Ulla steht unter Wasser, wir stehen unter Wasser. Es ist im Erdgeschoss, kniehoch. Es ist ein Absolut. Wir werden wahrscheinlich von der Feuerwehr evakuiert. Wir kommen auch nicht mehr raus. Thomas, wir haben Wasser im Keller bis zur Treppe. Oh Gott. Und es steigt weiter.